Dass Ursula Brunner an rheumatoider Arthritis leidet, weiß sie erst seit 10 Jahren. Lange hat sie den wiederkehrenden Handgelenkschmerzen keine große Bedeutung beigemessen. Doch als die Schmerzen stärker wurden und kaum noch nachließen, suchte sie ärztliche Hilfe. Angefangen hat es schon in der Kindheit, immer wieder mal Gelenke, die weh gemacht haben. Aber dort ist man einfach nicht hintergekommen, dass das könnte rheumatoide Arthritis sein könnte, obwohl es die Mutter auch hat, schubweise. Und dann mit 39 ist dann die Diagnose gekommen. Also auch am Morgen einfach steife Gelenke gehabt, immer wieder entzündete Gelenke, vor allem in der Hand, Grundgelenke von den Fingern, Mittelfingergelenke. Und der Hausarzt hat sehr schnell reagiert und mich zum Rheumatologen überwiesen. Und dann ist die Diagnose gekommen. Für den Rheumatologen Adrian Forster ist eine frühzeitige medikamentöse Behandlung der rheumatoiden Arthritis von entscheidender Bedeutung. Es ist darum wichtig, weil je früher man Behandlung anfängt, umso besser wirksam ist sie und umso besser gelingt es, Gelenkschädigungen zu verhindern. Die rheumatoide Arthritis ist die häufigste entzündliche Gelenkserkrankung. Sie befällt 1% der Bevölkerung. Die Entzündungen führen zu steifen, geschwollenen und schmerzenden Gelenken und beeinträchtigen deren Funktion. Betroffen sind Hände, Schultern, Ellbogen, Knie und Füße. Einzig ein rascher Medikamenteneinsatz vermag diese Autoimmunerkrankung einzudämmen und gravierende Gelenkschäden zu verhindern. So auch im Fall von Ursula Brunner. Man konnte rasch eine sogenannte Basistherapie einleiten. Das ist mit einem Medikament, das die Entzündungen unterdrückt, weil da eine relativ lange Zeit braucht, bis die Wirkung eintritt, hat man auch überbrückend ein Cortisol-Medikament gegeben. Das ist für mich natürlich sehr wichtig, dass man die Deformationen in den Gelenken verhindern kann und dass ich so weiter meine Hände brauchen im Alltag und auch im Arbeitsalltag. In der Ergotherapie lernt die Patientin, sich im Alltag gelenkschonend zu verhalten. Dazu bietet die Rheuma-Liga eine Fülle von Alltagshilfen an. Also einerseits muss man darauf achten, dass man die kleinen Gelenke entlastet, dass man zum Beispiel bei einer Tasse eine Schellenform macht und so die Tasse hebt, nicht nur mit einem Finger am Henkel. Beim Einkaufen macht es Sinn, den Einkauf auf 2 Taschen zu verteilen. Und dann, wenn man zum Beispiel einen Liftknopf drücken muss, nicht einfach mit dem Finger drücken, sondern mit dem Ellenbogen. So hat man ein grosses Gelenk benutzt. Ursula Brunner greift häufig zu den Alltagshilfen der Rheuma-Liga. Sie entlasten die Gelenke und kompensieren Funktionseinschränkungen. Man sieht ja einfach, dass gewisse Sachen mehr Mühe machen. Und wenn man dann mit den Hilfsmitteln schafft, die der Rheuma-Liga anbietet, hilft einem das schon. Also gerade die Messer, da kann man wirklich gelenkschonend in der Küche arbeiten. Ursula Brunner nimmt täglich Medikamente gegen die rheumatoide Arthritis. Die unangenehmste Begleiterscheinung ihrer Erkrankung ist die häufige Müdigkeit. Doch es gibt auch schlimmere Szenarien. Der Rheumatologe Adrian Forster verdeutlicht dies an der Röntgenaufnahme der Hand einer Patientin, bei der mit der Behandlung zu spät begonnen wurde. Es ist vor allem beim Handgelenk zu einer kompletten Knorpelzerstörung gekommen. Die Entzündung hat bewirkt, dass die Handwurzelknochen miteinander verschmolzen sind. Das ist eine Patientin, die in den ersten Jahren keine Behandlung bekommen hat. Da können sich in kurzer Zeit so Zerstörungen bilden. Zusätzlich zur medikamentösen Therapie profitieren Betroffene von maßvollen sportlichen Aktivitäten. Regelmäßige Bewegung schmiert die Gelenke und kräftigt die stützenden Muskeln. Bewegung und Sport ist sehr wichtig als Ausgleich zum Alltag, zum Berufsleben. Es gibt einem so einen frischen Kick. Mir geht es eigentlich recht gut. Man lernt mit diesen gewissen Einschränkungen zu leben und so im Alltag umzugehen mit der Krankheit.